läuft mir durch jede Ritze. Wie in einem Malast. Der Sommer hat schon seine schönen Seiten, aber vieles im Sommer ist auch total scheiße. Und da singt dann keiner drüber. Genau. Bis heute. Denn wir singen jetzt ein Sommermedley, in dem auch unangenehme Wahrheiten nicht verschwiegen werden. Ein Sommermedley mit dem wunderbaren Johannes Oerding. In der Hitze Auto fahren, Klimaanlage geht nicht an. Schweiß läuft mir durch jede Ritze, ich hasse schwarze Ledersitze. Ehrlich, das macht keinen Spaß, alles klebt, mein Arsch ist nass. Das Lenkrad glüht mit 80 Grad, Autofahren ist echt hart. Ich will frieren, Sommer ist eine Quälerei, nicht transpirieren. In Sibirien muss es schön sein. Mein Eis fällt in Sand rein, mein Eis fällt in Sand rein, Erdbeer und Nuss klebt jetzt an meinem Fuß. Mein Eis fällt in Sand rein, mein Eis fällt in Sand rein, ich hieß wieder auf, jetzt sind Muscheln drauf. Straßenbahn. Der Typ neben mir hält sich oben fest. 40 Grad in der Straßenbahn. Unter seinen Armen stinkt's wie die Pest. 41 Grad in der Straßenbahn. Sprüh dir die Achseln ein, ich kann's nicht mehr ertragen. 42 Grad in der Straßenbahn. Du stinkst ja wie ein Schwein, das schlägt mir auf den Magen. 43 Grad. Niemand, 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 warum bin ich nicht Rad gefahren? Okay, Adi! Riva! Ja, ja, Adi! Oh. Es passiert schon wieder, immer diese Viecher. Ich kriege Panik, weil hier viel zu viele sind. Sie sind mir zuwider. Diese Scheißdrecksviecher, ich renne weg und kreische wie ein kleines Kind. Hilfe! Eins, zwei, drei, Wespen fliegen alle zu mir. Vier, fünf, sechs, ich flippe hier noch aus. Sieben, acht, neun, warum fliegt nicht mal eine zu dir? Zehn, elf, zwölf, schnell zurück ins Haus. Nasser, sein Shirt wird immer nasser. Er muss da raus, doch das sieht nicht so gut aus. Denn er ist blasser, blasser als ein toter Fisch im Wasser. Das wirkt voll krank, er muss auf ne Sonnenbank. Fußpilz, Baby, sieht scheiße aus in Sandalen. Hol die Socken raus, lange Zehen, mit Haaren dran will keiner sehen. Zieh dir Schuhe an, bitte. Weißt du noch im letzten Jahr, weißt du noch, weißt du noch? Ein Sonnenbrand, aua, aua, weißt du noch? So nervt der Sommer, 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 so nervt der Sommer. Das war Pussy Terror TV. Vielen Dank an meine Band Girls and Pussies. Vielen Dank an Bastian Bierdorfer und Johannes Oerding.
Tom Beck hier habe, dann möchte ich natürlich auch was mit dir singen. Wie man sehen kann, haben wir Tom schnell in ein Kostüm geschossen. Er hat sich gewehrt, er hat geschrien. Nein, ich bin kein Bayer, ich bin Franke. Aber wir haben gesagt, nein, wir sind so tolerant. Du ziehst es an, halt die Schnauze, das ist lustig. Ja, genau. Und deswegen singen wir jetzt ein kleines Oktoberfest-Medley zusammen, denn bald ist Oktoberfest. Ja. Und, aber damit kennst du dich aus, oder? Ja, es fängt im September an, das ist das Witzige im Oktoberfest, finde ich immer. Aber ja, gut. Das ist immer das Strange, ne? Das ist total strange, aber... Genau, wenn man viel trinkt, ist egal, ob ist Oktober oder Silvester, egal. Weiß man eh nicht mehr, genau. So, wir singen jetzt die schönsten Oktoberfest-Hits mit unserer wunderbaren Band Girls and Pussies und unseren Inklusionsmusikern von den Pussy Horns. Und natürlich ist unsere Band dafür bekannt, dass sie aus jeder Musik richtig, richtig gute Musik machen können. Und deswegen geht's jetzt los. Und zwar mit dem Pussy-Terror Oktoberfest Medley. Fertig, Till? In München steht ein Hofbräu. Da hat so mancher brave Mann uns Rocksuffer gezeigt, was er so vertragen kann. Schon früh am Morgen fing er an und spät am Abend kam er heraus. So schön ist im Hofbräuhaus. Ich hol ihn mit meinem Traktor ab, lies ihn mit dem, da mach ich niemals mehr schlau. Und dann mich an deine Hand. Jetzt mal in die deutschen Charts guckt, ja, so richtig kritisch sind die Songs da alle nicht. Ne? Also lass uns mal gucken, was wir da gerade haben an deutschsprachigen Songs. Was könnte man da mal haben? Aha, Philipp Dittberner und Marv, Wolke 4. Ja, hören wir mal rein. Lass uns die Wolke 4 mit dem nicht mehr verlassen, weil wir auf Wolke 7 viel zu viel verpassen. Ich war da schon einmal, bin zu tief gefallen. Ja, eine schöne, verträumte Kiffernummer. Aber so war es von nicht 2016, wenn es nach Noel Gallagher geht. Ja, der Text muss neu auf jeden Fall ein aktuelles Thema aufgreifen. Zum Beispiel die Panama Papers. Ja, könnte ungefähr so klingen. Ich fand es gut, wie wir den Staat beschissen haben. Wir haben die ganze Kohle nach Panama im Slip getragen. Wir haben auch mal Offshore ausprobiert.
Jetzt sind wir angeschissen, denn es hat nicht funktioniert. Lass uns Steuerklasse 4 bitte nie mehr verlassen. Wir haben's übertrieben und sind bald Knastinsassen. Wir sind einfach zu blöd und sind voll aufgefallen. Lieber Steuerklasse 4 mit dir als mit Rosberg eine Zelle teilen. Lieber Steuerklasse 4 mit dir als vom Höses sich den Anwalt weihen. So, oder? Viel besser! Direkt viel gehaltvoller. Aber es gibt doch noch bestimmt noch mehr Songs. Was gibt's denn da noch? Was ist denn da noch aktuell drin? Der aktuelle Platz 2 der Single-Charts, unser aller Lieblingslied. Kerstin Ott und Immer lacht. Bitte hört genau hin auf den. Ein schönes Lied. Aber der Text, Leute, lachen in diesen Zeiten, also bitte, kann man nicht bringen, ja? Gut, müsste über irgendjemanden jetzt gehen, das Lied, der gar nichts zu lachen hat in den letzten Tagen, wen könnte man nehmen? Auf jeden Fall Beatrix von Storch von der AfD, oder? Was hat die Frau nicht alles ertragen müssen in den letzten Wochen? Eine Torte ins Gesicht, dann schnappt ihr Frauke Petri die Schießbefehldebatte weg. Dann wurde ihr das Konto gefändet, weil sie vergessen hat, GEZ zu zahlen. Also wirklich, Leute, Beatrix von Storch, ja, die hat so schlechte Laune. Wisst ihr, wie man die mittlerweile in der AfD nennt? Man nennt sie die eine, die nimmer lacht, die nimmer lacht, nimmer lacht, nimmer lacht. Als sie der Storch gebracht, hat niemand gelacht. Nimmer lacht, von 9 bis 8, nie gelacht, na gute Nacht. Selbst bei einer Kissenschlacht hat sie nie gelacht. Komm, das macht Spaß! Komm, noch eine Nummer. Was haben wir da noch an deutschen Songs in den Charts? Komm, einer geht noch, einer noch. Ah, Joris, Herz über Kopf, immer noch in den Charts. Ah. Machen wir das Original? Verpasse ich den Moment und bleibe stehen. Das Herz sagt, bleib der Kopf schnell gehen. Herz über Kopf. Joris, Herz über Kopf. Aber was hat denn der Junge für ein Problem? Herz über Kopf ist doch gut. Titten über die Schulter, das wäre scheiße, oder? Dankeschön, ey. Aber wir wollen ja Relevanz in den deutschen Charts, ja? Und ich meine, Herz über Kopf ist da ja schon der richtige Ansatz. Da stellt jemand seine Gefühle über seinen Verstand, ja? Also ähnlich ist es ja auch irgendwie im letzten Monat bei Nationalstürmer Max Kruse gewesen, ne? Der hat ja auch seine Bedürfnisse und einen frühlingsbedingten Testosteronschub über die Vernunft gestellt und war sehr nachtaktiv. Pokernacht, Disco-Geburtstag und nicht zu vergessen das mysteriöse Piemann-Video auf WhatsApp, wo man sein Gesicht nur erahnen kann, aber leider sein tätowierter Arm im Bild ist. Ja, genau. Das tätowierte Ding auf dem Video ist sein Arm. Ja. Habe ich euch das eigentlich geschickt, Jungs? Nee, habe ich vergessen, ne? Bei mir hat das auch jemand geschickt. Das ist jetzt auch das Schlimme, bei WhatsApp werden Bilder und Videos dann immer in meiner Galerie gespeichert. Wollte ich meiner Mutter so Urlaubsbilder zeigen, dann bums, Max Kruses Schwanz dazwischen. Ah! Ja, aber junge Fußballspieler, die machen einfach viel Unsinn und setzen ihre Prioritäten eben anders. Hab mir dein Video jetzt angesehen. Hab nicht sehr lang gebraucht, um zu verstehen. Ja, Maxchen Kruse ist ein WhatsApp-Flirt-Profil. Immer wenn es Zeit wird zu gehen, siehst du Max noch in der Disco stehen. Es lockt das Vibe, er sagt nicht nee. Schwanz über Kopf. Schwanz über Kopf. Viel relevanter jetzt der Text.